willkommen zu Dominations und ein frohes neues Jahr. Es gibt mal wieder einen Weltkriegsangriff. Ich habe heute Morgen den ersten Weltkriegsangriff in Englisch hochgeladen. Da habe ich mich schon grandios verschätzt und verhoben bei dem Gegner. Was heißt verhoben? Ich war einfach zu langsam, auch wenn es sich eigentlich ganz gut angefühlt hat. Dementsprechend hat der schnelle Sieg gefehlt. Ich warte jetzt gerade noch darauf, dass die letzte Bazooka ausgebildet wird. Und dann greife ich die feindliche Nummer 9 mit drei Defensivkoalitionen im aktuellen Weltkrieg an. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir hier noch gewinnen. Hab mir bis jetzt mal angeguckt, was wir noch für Angriffe offen haben und was der Gegner noch für Angriffe offen hat, beziehungsweise was er schon hinter sich hat. Wir haben aber auch mächtig Unterstützung hierbei. Also ich freue mich mittlerweile darauf, maßgeblich aufgrund der Tatsache, dass ich selbst nicht mehr so aktiv spiele, dass ich auch mal was niedriger gerankt bin, also dass ich jetzt nicht die volle Verantwortung trage, weil einige von euch werden das kennen, wenn man unter den Top 3 gerankt ist, dann lastet halt irgendwie schon immer ziemlich viel Druck gefühlt auf einem, weil man halt weiß, wenn man selbst nicht performt, scheitert der ganze Weltkrieg. Wenn Spieler weiter unten nicht performen, ja, dann kann man es halt nochmal retten, indem irgendjemand von weiter oben nochmal drüber angreift. Genau, ich weiß nicht genau wodurch, aber ich hatte heute massive Verbindungsprobleme. Ich war im Multiplayer und tatsächlich war es gefühlt, nicht mehr in Frames per Second auszudrücken, sondern in Seconds per Frame. Also ich habe 3 Sekunden ein Bild gehabt. Ich konnte keine Taktiken anwählen, auf nichts draufdrücken, nichts anklicken. Ich habe einfach 3 Minuten lang dem Kampf zugesehen. Das Einzige, was passiert ist, ich habe einmal hin und her gewechselt zwischen einer Sabotage und einem Kommando gesetzt. Der Rest ging nicht. Egal, wie ich auf den Bildschirm draufgedrückt habe. Außerdem habe ich derzeit das Problem, ich kann in mein Menü mit dem Posteingang nicht mehr reingehen. Es gab ja vor kurzem hier oben dieses Event mit dem, was gab es da, ich glaube, den komischen Weihnachtsfußball zu gewinnen. Den habe ich mir dann auch tatsächlich geholt. Aber wenn ich jetzt ins Posteingangsmenü reingehe, funktioniert es noch soweit? Das kann ich mir angucken. Aber wenn ich auf Inventory klicke und jetzt auf MISC, also hinten, wo die Segen sind und die Maske und alles sein sollte, es hängt. Ich kann draufdrücken, wo ich möchte. Ich kann scrollen. Es hängt einfach derbstens. Ich kann nicht mehr da rein und ich weiß nicht, woran es liegt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel aufrufe, ich komme jetzt nicht mal raus. Combat, Buildings, Resources, Chests, Claim, gar nichts. Ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mal raus, wenn ich aufs X drücke. Ich muss jetzt warten, bis es wieder als nächstes was macht und das ist einfach ultra nervig. Ich kann nichts aus dem Inventar mehr aktivieren. Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn es bei euch genauso ist, schreibt es unten in die Kommentare. Übrigens genauso, wie das jetzt gerade im Hintergrund läuft, so stockend, es klickt kurz was, dann wird irgendwas gemacht. Jetzt bin ich auf einmal bei Inbox und nicht mehr bei Inventory und genau das war es übrigens heute Mittag im Multiplayer auch, also in dem Kampf. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Meine Verbindung ist es definitiv nicht. Ich habe auch mein Handy nochmal bereinigt. Es macht für mich irgendwie stark den Anschein, als ob es, weiß nicht, ob das mit der Serverauslastung bei Domination zu tun hat, hat aber auch nicht den Anschein, weil es ist nur, wenn ich in der Inbox bin, also hier im Inventory, wenn ich im normalen Spiel bin. Bis auf den Angriff heute Mittag ist alles flüssig gelaufen. Vielleicht hat es mit dem letzten Update zu tun. Okay, paradoxerweise hängt jetzt sogar mein normales Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Vielleicht muss ich das Spiel gleich mal neu starten. Keine Ahnung, was jetzt gerade da passiert. Die Musik läuft, glaube ich, weiter. Ja, jetzt hängt es. Ah, fängt es sich jetzt wieder? Ich habe gar nicht auf Weltkrieg draufgedrückt. Was? Alter. Ja, ich mache mal Pause. So, das Spiel ist neu gestartet. Ich bete, dass es jetzt besser ist. Bisschen hakelig, aber nee, weitestgehend wieder normal. Gut. Dann, oh Gott, die Zeichen. Jetzt ist es weg. Dann schauen wir mal kurz rein in den Weltkrieg und mal auf die feindliche 9, denn die hat ein recht unerfreuliches Layout für meinen Angriffstyp. Mit geschlossenen Mauern, aber mit geschlossenen Mauern in der zweiten Reihe. Wir haben erstmal 3 Defensivkoalitionen hier. Ich sollte jetzt auf jeden Fall schon mal hier mitnehmen. Was habe ich denn dabei? Okay, nee, da sind sogar Pioniere dabei. Dann nehme ich einfach ein Flugzeug weniger mit und dafür schaue ich mal, ob ich irgendwo noch diese komische Mauersapeur-Armee habe, also wo nur Mauersapeure drin sind. Die dürften mir, glaube ich, deutlich mehr helfen. Wie heißen die? Heißen sie Sapeure oder wie? Ich kann jetzt leider nicht alphabetisch ordnen, weil ich nicht genau weiß, ob sie jetzt irgendwie Veteranen oder Sapeur oder Mauerbrecher
heißen. Wie heißen sie nochmal? Ne, da sind auch keine dabei. Nee, nee, nee. Nee, Bazookas. Ich habe auf jeden Fall letztes Mal gemerkt, dass meine zwei Mauerbrecher, die ich standardmäßig in meiner Armee habe, irgendwie nicht reichen. Da wird einer dann irgendwie von den Waldverteidigern weggesnackt, der nächste rennt irgendwie auf eine Mine drauf und dann sind die auch schon tot und die Mauern sind noch immer nicht kaputt. Das war extrem nervig in einem Angriff. Vor allem dann, wenn die Mauern geschlossen sind und man zwangsweise darauf gesetzt hat, also darauf angewiesen ist, dass das funktioniert. Dann muss man irgendwie noch ein Kommando hinterher setzen, der verbraucht unglaublich viel Zeit und stirbt dann auch nicht, damit man den Spawn aus der Basis ziehen kann. Also das ist dann eigentlich immer der komplette Plan schon im Arsch, bevor der Angriff losgegangen ist. Mann, wo sind denn die Mauersapyre? Es gibt doch so eine komische Armee von denen. Nein, da, nein, Gatling Gun. Spion ist auch nicht. Meine Fresse, da. Gatling Gun, okay, ja, hier, Veteran Combat Engineer, es ist Level 9er Armee, davon habe ich nur eine. Veteran Combat Engineer, dann kann ich auch eigentlich nach Alphabet sortieren und dann zum V gehen. Vielleicht sehe ich dann, ob ich noch welche von dem niedrigeren Level habe. Veteran Combat Engineer, also in diese Richtung hier. Da, ja, ich habe niedrigere, dann werde ich natürlich nicht die Hochkarätrigen verschwenden, sondern nehme ich, dann nehme ich hier so ein Level, ich habe von allen nicht viel, nehme ich ein Level 7 damit. Gut, und jetzt geht's rein zum Gegner. Bei meiner Basis ist auch was Sonderbares passiert. Irgendwie angezeigt wird nur, dass ich mit 4 Sternen besiegt wurde. In dem Wiederholungsvideo sieht es aber aus, als wären es 5 Sterne. I don't know. Die Uni ist hier so mäßig gut besetzt. Also die Uni ist, was heißt besetzt, die ist mäßig gut geforscht. Ist jetzt nicht wenig, aber ist auch nicht sonderlich viel. Geht doch zurück. Das ist auch nicht sonderlich viel. Irgendwie so ein bisschen halbherzig, von allem ein bisschen. Das Museum ist nicht so toll besetzt. Wir haben wenig zweistellige Werte. Und hier sind jetzt auch keine Riesenbrecher. Nee, gar keine, doch. Kein, also ist nur dieses kostenlose legendäre Artefakt ausgestellt. Im Gegensatz zum ersten Fuzzi, den ich heute angreifen musste, der, glaube ich, 4 legendäre und noch ziemlich starke hatte. So, hier haben wir die feindliche 9. Sehr viel gerushte Gebäude. Generäle sind nicht sonderlich hochgelevelt, aber die beide... Panzerdepot? Nein, wie heißen die nochmal? Bunker. Beide Bunker sind auf maximalem Level, glaube ich, für Weltraumzeitalter. Das sind nämlich genauso hoch wie meine. Wir haben das Raketenarsenal. Wir haben innen einen komplett geschlossenen Layer an Mauern. Und mein Ziel wird es sein, dass ich hier unten zwischen dem Markt und der Mühle einen Mauersapeur platziere und danach wie heißt sie da, die Truppentaktik mit den Mauersapören. Also dass da echt viele rauskommen, dann kann ich hier gleichzeitig einmal über die Reduten und über die beiden Türme vielleicht ein Flugzeug drüber fliegen lassen, dass die auch ja bis zur zweiten Mauer durchkommen und mir hier in die zweite Mauer ein Loch reinmachen. Nach Möglichkeiten großes. In der Zeit kann ich in der Mitte schon ködern. Blitzkrieg muss ich logischerweise auch ganz zentral legen. Und weil wir keinen Schukow, doch wir haben wohl einen Schukow, werde ich relativ weit rechts, also hier auf 3 Uhr, meine Generäle und Ablenkungstruppen rauslassen, dann direkt die Kommandos raus. Und dann muss ich auch schon schnell mit Bazookas hinterher, weil die Kommandos es, glaube ich, relativ lang haben werden, durch die Mitte sich durchzukämpfen. Ich hoffe, dass sie sich intelligent in die Bastionen reinsprengen. Die Bastionen sind ja, wie gesagt, nach außen offen. Wenn wir Glück haben, sprengen sie sich durch die Mauern, oder wenn ich Glück habe, und lassen die Bastionen ganz und dann geht es auch schon in die Mitte rein. Mal schauen, wir hatten ja auch schon die Situation, dass die Mauer durchbrochen war und trotzdem die Truppen oder Teile der Truppen im Inneren stehen geblieben sind. Dominations bleibt halt irgendwie immer für ein Rätsel gut oder für eine Überraschung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer irgendwie aufgeregt, wenn ich meine Angriffe mache. Vor allem, wenn ich einen Live-Angriff mache. Mag auch daran liegen, dass ich schon was länger nicht mehr angegriffen habe. Normalerweise habe ich ja eine Zeit lang die Angriffe, weil es ja mittlerweile dankenswerterweise die Wiederholung im Weltkrieg gibt, einfach gemacht und die Wiederholung aufgenommen. Dann konnte ich auch sicher sein, dass es kein Lag gibt und sowas durch die Aufnahmeprogramme. Scheiße ich jetzt drauf, ich hoffe, es funktioniert nichtsdestotrotz. Mal funktioniert es, mal nicht. Die feindliche Nummer 9. Wir haben alles soweit bereit. Ich habe mich eben um Stärke des Gladiators, um Teutonenwut gekümmert. Wir haben die Generäle alle dabei, gespendete Truppen, wir haben Truppentaktiken. Ich habe keine Koalition angemacht, wir haben aber, kein Blitzkrieg und so. Warum das denn? 14 Stunden, ja, kann ich knicken. Scheiße.
Oh Mann. Ja, dann ist das halt so. Und rein da. Ich werde während des Angriffs ein bisschen leiser sein, aber ich denke, na, da seid ihr mir nicht böse. Hoffentlich geht das auf. Komm schon, ich hasse es, wenn man am Anfang schon zittern muss, ob die Taktik aufgeht. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Bis auf die Tatsache, dass wir das Raketenarsenal immer noch nicht platt gemacht haben. Den schnellen Sieg haben wir auf jeden Fall. Super. Ich habe wieder vergessen, die Truppentaktiken zu setzen, aber jetzt ist es, glaube ich, eh egal. Egal. Hat aber gar nicht so schlecht funktioniert. Ach, den Gatlinger da platt. Los. Und da sind auch noch ein paar Bazookas. Mach bitte jetzt. Oh, ich hatte auch noch eine Sabotage übrig, sehe ich gerade. Gar nicht so schlecht. So, ich bin selbst sehr erfreut. Ich meine, jeder hat, glaube ich, gesehen, dass der Gegner jetzt nicht sonderlich stark war, sondern ziemlich gerusht. Aber nichtsdestotrotz, die Defensivkoalitionen waren da. Das hätte genauso in die Hose gehen können. Das Layout war jetzt nicht sonderlich, also es war eigentlich sogar perfekt gegen Angriffsstrategien wie meine gerichtet. Ich glaube, in Summe habe ich es gut gehandelt, deutlich besser als beim ersten Angriff heute. Damit habe ich dann so die Blamage vom ersten Angriff wieder wettgemacht. Danke fürs Zuschauen. Kommentare, Anregungen, wie auch immer, unten in die Kommentarsektion. Wir sehen uns bald wieder. Domination Tipps.